So, jetzt, okay, jetzt bin ich da. Okay, Aufnahme läuft und ja. Sind wir an genau der gleichen Stelle wie beim letzten Mal. Übrigens, die Stelle da mit der Flagge muss ich nochmal machen, weil der Checkpoint Ja, das. nach der Zwischensequenz nicht war. Ja, das ist das davor erst. Das ist richtig schade. Das du mit Checkpoint-Ladezeug, das regt mich so auf. Ich Warum habe kann man jetzt nicht einfach mal. so einen Speichern-Button haben? Einfach speichern, ey, was ist denn das? Ich habe jetzt mal noch über den PS3-Emulator jetzt noch Killzone 3 jetzt noch ein bisschen weiter jetzt gespielt. Okay. Naja, fühlt sich halt schon deutlich angenehmer so als original PS3 halt. Aber irgendwie nur ein bisschen so. Aber ich habe es jetzt noch mal auf der PS3 gestartet, einfach noch mal so Kampagne und irgendwas spielt sich eigentlich schon auch auf Original-Hardware ziemlich angenehm. Mit PS4-Controller, halt. Nicht mit einem Kack-PS3-Controller. Und spielst du das auf dem PC mit Morten Tastatur? Hast du da die Option oder spielst du das da auch mit dem Controller? Nee, ich glaube, man kann schon mit Maus und Tastatur spielen, aber ich glaube, da muss ich halt was noch am Emulator rumfummeln und so, aber. Ja, ein Emulator, der kann das ja normalerweise. Also, denke ich Jo. mal. Ich meine. Ich hab's jetzt bisher nur mit Controller da nichts gespielt, so. Und auch alle anderen Spiele über den Emulator halt. Ich spiele ja auch häufiger mal irgendein PlayStation-Zeitspiel auf dem Emulator, wenn ich es mir nicht sofort irgendwie kaufen kann oder wenn es halt übertrieben teuer ist. Obwohl viele PlayStation-2-Spiele sind ultra billig, aber manche kriegt man halt irgendwie nicht mehr so recht. Ja, das ist. Und dann spiele ich ja immer trotzdem noch mit dem Controller, aber ich glaube, ich muss echt mal eine Maus- und Tastatur-Emulation machen. Oh shit. Ah, gut. Das war Ja, knapp. für Killzone wäre es vielleicht wär schon interessant, das mal mit Maus und Tastatur zu spielen. Ich hab's mal probiert. Also mit Tastatur auf jeden Fall kann man sich schon mal bewegen, aber mit der Maus muss man so ein extra Plugin da installieren. Ich denke mir so, nee, kein Bock drauf. Das sah ein bisschen komisch aus. Simmer so. Ja. Naja. Und auch Killzone 2 über den Emulator, selbst da macht es keinen Spaß, weil immer noch der Input-Lag vorhanden ist. Also Killzone 2 wird nie Spaß machen. Ja, das. Egal. Ich glaube, du kannst doch die ganzen PlayStation 3 und PlayStation 4 Killzones auch über PlayStation Now spielen. Auf dem PC, oder? Hey Sam! Soll doch gehen. Es gibt keinen Ich Weg nach weiß nicht, oben. ich Sie benutze müssen den zum Kram unteren Teil nicht. der Bohrinsel Ja, und ich die auch nicht, Stützpfeiler aber zerstören. ich weiß, dass Zwei gezielte Jarek Sprengsätze reichen. Killzone Shadowfall auf dem PC gespielt hat. Ich weiß halt nur, dass wenn du dich da halt anmeldest, so, dann musst du halt direkt dein ganzes Kontozeug und so angeben. Und diese Auto-Renewal-Zeug, das ist dann automatisch so markiert. Das ist eine richtige Wichser. Richtige sneaky Wichser sind das, weil du musst dann manuell diese Auto-Erneuerung von deiner Subscription ausschalten, sonst Wow. bezahlen die dich. Ja. Sowas sollte eigentlich unchecked sein. Ja, eigentlich schon. Eigentlich. Ja, aber so mit Streaming-Diensten allgemein. Ach, nee. Also bei wie spielen die Streaming-Diensten noch? Ja, ich halte da auch überhaupt nichts davon. Also auch von Filmen, Streaming-Diensten finde ich irgendwie alle nicht so toll. Ich habe Amazon Prime nur, weil wir allgemein mal dieses Prime-Ding Angebote dann nutzen. Na, ja Das gut, gibt auch. ich meine, Amazon Prime beinhaltet ja auch noch mehr als nur die Filme. Ich meine, da bekommst du ja die ganzen Bestellungen so ultraschnell und so ein Zeug, dann war Ja. schon okay. Das Ja. auch. Also bei Amazon Prime kann ich schon nachvollziehen, dass man dann auch noch den Film und Musikding und so mitbenutzt. Kann Ja. dann immerhin auch über Prime dann ganzen Filme anschauen, wo ich mir dann überlege, ob ich es mir mal auf DVD oder Blu-ray holen soll. Wie auch heute jetzt gerade mit der Serpico. Habe ich jetzt gerade schon Aaron Ruhe da erzählt, so ein Film.
Da der als New Yorker Polizist tatsächlich ehrlich arbeiten will und kein Schmiergeld annimmt. Und naja, wegen diese ganze Korruption stinkt ihn halt zum Hals und sagt letztendlich auch so im Ausschussverfahren halt so aus, dass da halt aber voll krass Korruption herrscht. Ich dachte, der Film wäre was für mich, weil ich allgemein so dieses Thema sehr, ich finde, schon sehr anspricht. Mhm. Fast persönlich, kann ich ja sagen. Aber ach, der Film war doch ziemlich langweilig am Ende. Also jo, sind schon so 7 Euro gespart. Hey! Ja, ich meine, wenn man es mit irgendjemandem mitbenutzen kann, der sowieso schon hat, ist schon nichts mehr. Schon. Jetzt. Aufhören! Wir müssen weg! Und noch, dem. Soll ich dir noch den Link schicken zu dem Film, den wir gestern noch gesehen haben? Oh ja, kannst du gerne machen. Also, das Full Contact war doch cooler als gedacht. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt der Heroic Bloodshed, wie jetzt die vorherigen Filme halt. Aber die Story war doch schon ziemlich cool und es hat mich sehr stark an Yakuza 1 erinnert. Ah, witzig. Also war besser als The Killer, oder? Also ich hab's besser bewertet mit 4,5 und 0 Sternen. Ah, krass, okay. Aber es ist wahrscheinlich auch nur an mir, weil ich ja da vom Antagonisten her einfach sehr an, weil er mich sehr an Majima erinnert hat. Allgemein hat der Film wohl ziemlich starken Einfluss auf die Yakuza-Reihe gehabt. Ja, also zumindest wird das eher häufig Ähnlichkeiten und einfach aufgefallen da. Hab's halt wieder gesehen, so. Diese Story, zumindest ein Teil davon ist halt so ein Yakuza 1 drin und ja, der Antagonist ist halt einfach komplett Majima. Auch wie er sich gekleidet hat einfach. Jawohl. Also bis auf das, wo er komplett nur mit der Jacke, halt so Anzugjacke da rumläuft, ist es eigentlich fast komplett er. Ah, muss ich mir den noch vielleicht auch mal anschauen. Ja. Ja, ist er zum Fehlen. Es ist die ganzen Bloodshed-Filme, wenn man auf YouTube so einfach so anschaut, was sind das nicht schon cool so. Das macht schon Spaß. So hier, das ist mal so. Hat hier. Bäh. Ah, fair. Ich hoffe, das Dreckstick funktioniert! Nächste Woche geht's dann nach Hollywood mit dem ganzen John Woo-Film. Oh nein, Hollywood. In Hollywood gedreht. Und der erste Film dürfte dann als der bekannteste sein: Face Off. Mit Nicolas Cage, der erstmal zu Halleluja headbangt. Ach, der Filmfilm ist das. Ja. Sehr gut, ja. Das ist so unglaublich lustig. Headbang, der ist zu Halleluja einfach vorgesenkt. Hey, hatte wohl jemand Lust auf ein Bad? Kann es losgehen? Das ist genauso, wenn ich dann Headbang, wenn ich dann, keine Ahnung, die Abi-Prüfung bestehe und dann mein Zeugnis auch bekomme. Headbang ich dann genauso. Dann mal los! Ja, und noch, als ich dann Kissen auf der Konsole mal ausprobiert habe, mir kam das Spiel für Konsole ein bisschen sauberer, zumindest nicht, also so ein bisschen klarer vor, so. Also hat es nicht so stark gewuckelt, so. Hat nicht so. Wir brauchen sowas! Jetzt die Framerate ging jetzt nicht Bunker. So durch die Decke halt. Alles klar! Ganz bisschen stabiler vor.
Ja, es liegt halt wahrscheinlich noch am Emulator. Ich meine, der PlayStation 3 Emulator schon ein bisschen. Ja, aber also ich habe schon die Einstellungen so gefunden, dass es schon 30 FPS anpeilt auf 2K halt. Ja. Aber irgendwie kommt mir das auf der Konsole stabiler vor. Ich weiß. Und was ich noch relativ interessant finde, ist, also jetzt nicht nur bei Killzone 3, wo ich zuerst aus bemerkt habe oder gefunden habe, sondern auch bei anderen Spielen zu PS3 und wahrscheinlich auch Xbox 360 Ära. Also ich habe es jetzt nur bei der PS3, beim PS3-Spielen gesehen. Offenbar gibt es da so einen Filter, MLAA, wodurch die Spiele effektiv einfach schlechter aussehen. Was macht der MLAA-Filter? Ich glaube, die Auflösung des Bilds wird dann halt einfach runtergedreht. Ne? Morphologisches Anti-Aliasing ist eine Technik zur Minimierung der als Aliasing bezeichneten Verzerrungsartefakte, wenn ein hochauflösendes Bild mit einer niedrigeren Auflösung dargestellt wird. Also effektiv, das Spiel sieht eigentlich gut aus, aber es wird einfach durch eine niedrigere Auflösung schlechter dargestellt. Wahrscheinlich einfach, um Leistung zu sparen. Ja, definitiv. Das Spiel, es sieht schon gut aus in 2K und ohne diesen Filter da. Es sieht schon gut aus. Aber, ja, durch die Kack PS3 muss es halt dann schlechter aussehen. Ich glaube, und das bestätigt mich mehr, dass ein PS4 Remaster davon echt gut getan hätte. Aber naja. Ja, die Spiele wahrscheinlich sowieso nicht remastern. Also jetzt nicht mehr. Ja, das ist, also ich glaube, ich mit Killzone. So sehr ich es tatsächlich auf dem PC Remaster oder so hoffe, oder auch keine Ahnung, PS5 Trilogie Bundle oder was auch immer. Ich glaube, das wird nix. Oh wow, du konntest dich ja voll gerade wehren in dieser Situation. Ja, definitiv. Das war richtig fair. Aber gut, dass der Speicherpunkt nicht so weit weg war. Ja. Ich glaube, bei Halo 4 müsste es dann wahrscheinlich auch diesen Filter aktiviert haben. Weil das Spiel sieht ja an sich schon gut aus. Texturen sehen schon gut aus, nur auf der Originalkonsole muss es halt dann schlechter aus. Ja, die Texturen sind schon gut in Halo 4 bestimmt. Und bei Killzone 2, da gibt es bisher noch keine Funktion, da diesen MLAA-Filter zu deaktivieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich da gibt jetzt. Ja, bisher kann man nur dieses irgendwas mit Post-Processing deaktivieren. Aber naja, da Killzone 2 selbst auf dem Emulator noch keinen Spaß macht, werden wir es nicht herausfinden. Ich habe ansonsten noch auf dem Emulator noch hier 50 Cent, Blood on the Sand noch durchgespielt jetzt tatsächlich. Ist ein relativ kurzes Spiel, wenn man auch nicht die ganzen Cutscenes anschaut. Und ich hätte doch unironisch Spaß damit gehabt. Also das ist schon krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich meine, man spielt 50 Cent und ist mit seiner G-G-G-G-G-Unit irgendwo in Wüstenland unterwegs und knallt russische Söldner ab. Weil irgendeine Frau den Diamanten-Totenschädel von 50 Cent oder so geklaut hat. Cool. Und beleidigt währenddessen die ganzen Gegner da mit irgendwelchen Taunts, die halt dann Punkte bringen. Man kann sich dann über ein Telefon dann noch mehr Taunts kaufen oder so Taunt-Pakete. Und auch generell mehr Waffen und so. Währenddessen noch im Hintergrund einfach irgendwelche 50 Cent Lieder laufen werden, so In the Club oder PIMP. Das ist so bescheuert beknackt, dieses Spiel, und ich hab's echt genossen, tatsächlich. Ja, wie das ist. Es spielt sich auch mit Trash Spaß, ja.
Es fühlt sich auch relativ angenehm. Also das ist jetzt nicht so Gears of War Scheiße oder Uncharted Schrott. Fühlt sich tatsächlich relativ angenehm. Ist auch bisher noch auf dem PS3 Emulator, wo das Spiel auf 100 FPS lief. Damn, okay. Ich glaube auf der PS3, also auf Original Hardware, wahrscheinlich noch 30 FPS oder so. Oder? Ja, ist ja schon beeindruckend, dass der PS3 Emulator 100 Frames schafft in dem Spiel. Der ist nicht ja, also manche Spiele, das schafft es halt locker und andere Spiele hat schon, setzt schon derbe Probleme. Ja, da ist wahrscheinlich die Emulation einfach schwieriger. Ja. Also ich glaube, ich werde doch tatsächlich da mal die PS3 da lassen für 50 Cent Blatt on the Sand. Lol, der Typ halt. Schluss mit dem. Wow, what an asshole. Wenn ich die will, dir nicht die ganze Action überlassen. Na, der will den Krieg nicht gewinnen. Mach, dass ihr von ihm wegkommt! Wie schnell bist du jetzt da gestorben, Alter? Ja, das ist manchmal sehr überraschend. Ja, das ist wahrscheinlich wieder der Schwierigkeitsgrad. Das ist bestimmt viel zu schnell in dem Spiel. Zumindest auf normal jetzt. Das ist viel zu schnell. Muss aber die ganze Zeit in Deckung bleiben, warten, bis die rote Suppe wieder von Augen verschwindet. Ja. Ich lame. Und bei anderen Spielen auf dem Emulator, wo jetzt nur steht, dass der Ingame Probleme gibt, die laufen schon größtenteils immer noch okay. So Resistance 2 und 3. Ja, also abseits von den offensichtlichen Grafikfehlern läuft es schon. Auch mit einer hohen Framerate, also. Die sind schon spielbar. Ich habe jetzt mal noch mal Dingens ausprobiert, SOCOM 4. Mhm. Kennt ihr vielleicht auf der PS2 diese SOCOM-Spiele, diese Taktik-Shooter-Reihe? Ja, davon wird letztens, aber ich glaube vor einem Jahr oder zwei, wurde wieder einigermaßen viel über SOCOM geredet. Es gab irgendwie auch Versuche, also SOCOM-Klone zu entwickeln, außer meistens einfach nur so Scams mit irgendwelchen komischen Leuten. Okay. Ja, der vierte Teil ist einfach ein 0-15 Third-Person-Shooter, also zumindest was ich bisher gesehen habe, weil das Spiel läuft echt nicht gut und im Gameplay selber sind es einfach nur 15 FPS. Ja. Dann habe ich noch Army of Two, The Devil's Cartel noch ausprobiert und Menü 30 FPS, im Spiel selber so 15 mit einem Grafikfehler, wo einfach ein Gitter dargestellt wird. Also es war keine klare Sicht, es wurde einfach durch so ein Gitter überdeckt, die ganze Sicht. Witzig. Ja. Und dann habe ich noch Uncharted 1 da mal ausprobiert. Weil, naja, warum nicht? Ist halt mal Uncharted 1. Wollte ich halt mal ausprobieren, ob ich mal, ich weiß nicht warum, aber so, ob ich es mir vielleicht doch mal holen kann, könnte vielleicht so. Weil, naja, der erste Teil war jetzt nicht, weil ich mir dachte so, ja, der erste Teil ist vielleicht nicht so schlecht. Ihr müsst das Gebiet verlassen. Ich hab irgendwie dieses komischen Gedanken drin, dass so, ja, ich hab den ersten Teil von Jack and Dexter, was ja auch von Naughty Dog entwickelt wurde, hier, vielleicht kann ich auch einfach den ersten Teil von Uncharted hier haben, was ja auch von Naughty Dog entwickelt wurde. Klingt vielleicht komisch, ja, aber, hab's mal ausprobiert. Und bis dahin, wo man, so nach dem U-Boot, nach dieser Flucht da von den ganzen Bad Guys, ist dann auf einmal, wo man dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Situation da war, weil auf einmal war das Bild komplett blurry. Ich habe rein gar nichts mehr sehen können. Und nichts hat geholfen und ich dachte mir so, ja gut, dann kann ich es aber doch nicht durchspielen. Aber ich glaube, Uncharted ist das jetzt nicht so ein großer Verlust. Ja, also das ist so von Anfang, also gut, vom Anfang, es gab schon Grafikfehler natürlich, andauernd sind die Texturen falsch dargestellt worden. Aber von da war es ja nur so das. Und auf einmal wurde es komplett Bild blurry und ich konnte es einfach überhaupt nicht mehr spielen. Und ich dachte so, ja gut, dann lasse ich es halt so. Weil auch schon so einfach war das Spiel bis jetzt echt langweilig, nur dahin gehen und dahin klettern und ja, und schlechte Shooter-Mechaniken haben. Ja, also vor allem die Kletter- und Erkunde-Passagen, die sind halt auch wirklich nicht
Es sind halt nicht wirklich irgendwie so Kette- und Erkunde-Passagen, weil du kannst halt einfach an jedem vorherstehenden Stein schon so sehen, so, ah, da muss ich hinklettern, aus hinklettern und so. Und das macht irgendwie noch nicht so viel Spaß. Und du erkundest auch nicht. Okay. einfach mit einem Schlag in die Fresse schon fort down. Ja, der will lieber im Schnee spielen. Ja. Ein Schneemann bauen. Ja, ein Schneemann mit MG. Und Vollbart. Okay. Und Vollbart und Mini-Afro. Ja, es ist die Kletterpassagen sind einfach nur so, es ist einfach nur linear. Und die sind jetzt aber nicht komplett langweilig, das ist halt so. Okay, es wird Spannung künstlich erzeugt, indem so, oh nein, der Stein, an dem du dich festhältst, der fällt gleich runter. Ja, aber es ist auch nur so ein Trick eher, um halt da Nötigkeit zu erzeugen, schnell voranzukommen. Ja, das war echt nicht spaßig. Also ich war bis Kapitel 3 oder so, oder Anfang Kapitel 4 oder Ende Kapitel 3, ich hab keine Ahnung. Aber selbst dieser kleine Abschnitt hat mir schon gezeigt, ja, macht keinen Spaß. Aber naja. Ich weiß nicht, ob es dann. Also ich hab's trotzdem 0,5 von 5 Sternen schon mal gegeben, jetzt schon. Ich weiß nicht, ob das viel zu krass ist, weil mit Uncharted 3 hatte ich halt überhaupt keinen Spaß gehabt. Das war wirklich schrecklich bis zur letzten Sekunde. Und Uncharted 1 ging noch so einigermaßen. Also das ist mehr so, so 1,5, nicht ganz 0,5. Ja, ein oder ein Stern. Es war jetzt nicht spannend oder spaßig oder so, aber es war jetzt auch nicht Handkrämpfen verursachend oder frustrierend. Es war einfach nur langweilig bisher. Wiederum ist Uncharted 1 dafür verantwortlich, dass wir überhaupt Uncharted 3 haben. Also ja, 0,5 Sterne. Ach so, weil das dazu geführt hat, dass noch weitere schreckliche Spiele rauskommen. Das kann ich verstehen. Ja. Das ist mehr so ein Revenge-Ding. Ja, du verstehst. Ja, ich verstehe dich sehr gut. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Uncharted einen großen Einfluss drauf hatte, dass Tomb Raider nur tot ist. Ja, das Reboot von Tomb Raider soll ja einfach Uncharted sein. Und ja. Okay. Ich habe davon nur den ersten Teil ein bisschen gespielt und ja, es war wie Uncharted. Nur halt mit einer Heulsoße. Und nicht mal irgendeiner badass Archäologin, die erstmal im ersten Teil im Intro einfach fucking Wölfe tötet. War das Tiger und so ein Schild. Ich hab letztens wieder die AVGN-Folge von Tomb Raider angeschaut. Nee, die ist so gut. Ich mag vor allem, wie er so die ganzen Waffen seinen Rucksack packt. Erstmal eine Pistole, G36, AK, Bazooka, Karabiner-Gewehr, also Karabiner, dieses Bolt-Action-Gewehr, Granaten. Suchen Sie die Treppen! Oder Drache letztendlich, wie auch immer sagt. Leave me alone, I'm busy! Ah, Tomb Raider schon so cool. Also die alten. Ja. Die 90er. Ja. Die einzigen Tomb Raider Teile, die ich hab, sind da diese frühen 2000er Dinger. Nein, nicht frühen, aber halt so. Hier Underworld, Anniversary und Legends. Ich glaube, Underworld hab ich sogar gespielt. Ich hab früher immer gedacht, das heißt Tomb Raider. Tomb Raider? Ja, Tomb Raider, weil ein Kollege, der mir mal Tomb Raider gezeigt hat, hieß halt Tom. Ah, okay. Jetzt ist alles klar! ich weiß nicht warum. Mittelland an August 2, kommen! Oder, warte, ich glaub Tomb Raider oder so. Ich glaub gedacht, dass es so hieß. Bin mir nicht so ganz sicher.
Und dann so, ah, es heißt Tomb Raider. Bereich gesichert, Vigilant. Alle Feinde eliminiert. Ja. Verstanden. Zur Basis, Argus, und zum Einsatz melden. Meldung verstanden. Ende. Was tun Sie da? So kommen wir rein.